Ja, hallo, herzlich willkommen. Wie viel Kaffee trinkst du so pro Tag? 2, 3, 4, 5 oder noch mehr? Hast du immer ein schlechtes Gewissen, wenn du die Kaffeemaschine anlässt? Weil man sagt ja, Kaffee sei gar nicht gesund. Ob das so ist und ob er mit Milch besser wird oder ob der Zucker den Kaffee in den gesunden Bereich führt, das erfährst du in dem Video mit dem Dr. Alfred Gruber. In der Sendung Naturmedizin hat er Auskunft gegeben rund ums Thema Kaffee. Schau dir das Video jetzt an, dann weisst du, wie viel Kaffee hast du so sollst, darfst trinken pro Tag. Es hat sich raus. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute das Thema Kaffee nochmals ganz kritisch anschauen. Ist Kaffee gesund? Ist es eine Volksdroge? Ist es negativ belastet? Kann man Kaffee gesund trinken oder auch ungesund trinken? Wir werden sehen. In dieser Sendung bringen wir Ihnen die Antworten. Ich habe dazu einen Experten eingeladen, der sehr, sehr versiert ist im Bereich der Akupunktur, im Bereich der chinesischen und tibetischen Medizin. Und es ist mir immer wieder eine große Freude und Ehre, ihn hier in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Herr Gruber, Dr. Alfred Gruber. Danke, dass du da bist. Freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke vielmals. Ja. Bitte, bitte. Also Kaffee, ich sage, es ist die Volksdroge. Morgens, Mittag, abends 3, 4, 5 Kaffee haben viele Leute. Inwiefern kannst du da hinter dem Kaffee stehen und sagen, okay, Kaffee ist gesund oder unschädlich in dieser und jener Form? Was ist deine Sichtweise? Es ist ja so, dass man zuerst mal überlegen muss, Kaffee, aus welchen Gesichtspunkten schauen wir es an? Also wenn wir Säure-Basen-Regulation anschauen oder die phytotherapeutische Wirkung oder die energiemedizinische Wirkung von Kaffee, müssen wir das ein bisschen anders durchleuchten. Ah, cool. Ja. Es gibt verschiedene Ansätze. Das eine ist die Säure-Basen-Regulation. Die WHO sagt, Kaffee hat Risksatz 40. Risksatz 40 heißt, ist ab 3 Kaffees ist er offiziell karzinogen, also kann theoretisch Magenkrebs auslösen, theoretisch, also wenn du anfällig drauf wärst, wäre das eine Möglichkeit, weil die WHO sagt, Kaffee macht sauer. Jetzt wissen wir aber, schwarzer Kaffee, richtig gekocht, richtig geröstet, der kann tatsächlich auch basisch sein, nur meistens wird bei uns der Kaffee eben nicht in dieser guten Qualität getrunken, sondern schlecht geröstet, überröstet meistens bei uns, da wird es sauer. Dann kommt noch dazu, dass leider alle Kaffeemaschinen mit viel Druck, also 15 Bar Druck bei einer Espressomaschine, alle Bitterstoffe vom Kaffee von der Bohne lösen, so dass er tatsächlich viel zu viel Säure schlussendlich drin hat. Also es gibt, kommt darauf an, wie koche ich den Kaffee, was mache ich mit dem Kaffee, um die Säurebase zu regulieren. Also viel komplexer, als ich das gerade gedacht hatte. Ja, aber auf der anderen Seite, Stufe 2 ist ja noch die Hinterfragung, ja, Kaffee aus Sicht der phytotherapeutischen Wirkung, also rein pflanzliche Wirkung, ist eine Pflanze, ist eine Bohne, die Pflanze, ja. Natürlich, klar. Und die hatte viele positive Eigenschaften, also machte die Gefäße weiter, soll helfen bei vor Herzinfarkten zu schützen, soll die Gefäße so optimieren, damit ich viel länger leben kann und gesünder leben kann, Durchblutung besser ist und so weiter. Das sind Eigenschaften, die wirklich da sind von dieser Pflanze, von dieser Bohne. Das ist eine gesunde Bohne, eigentlich von daher wieder gut. Und es kommt ein dritter Aspekt noch dazu, das ist die energiemedizinische Seite, weil ich selber aus chinesisch-medizinischen, tibetischen Medizin rauskomme, da eigentlich in der Kräuterpharmakologie zu Hause bin, hat mich natürlich sehr interessiert, was Kaffee, was macht denn das? Und jetzt schauen wir mal die Fünf-Elementen-Lehre an, die wir ja alle wahrscheinlich irgendwann schon mal gehört haben, kochen nach 5 Elementen und Yin und Yang und so weiter. Und da gibt es ein Element Feuer. Das Element Feuer ist das oberste Element von Yin und Yang, also nicht Yin Wasser, sondern oben Feuer Yang. Das Yang-Element, und das beherbergt in sich gewisse Organe, gewisse Aufgaben, Systeme, Herz, Dünndarm ist da drin, und da drin ist auch ein Geschmack. Alle 5 Systeme haben einen eigenen Taste, einen eigenen Geschmack, Geschmackssapor, sagt man dem. Und im Element Feuer ist der Geschmack bitter zu Hause. Und schon sehen wir, bitter, Kaffee. Kaffeebohne ist bitter. Also,
Kaffeebohne ist also bitter, das heißt, es gehört zum Element Feuer. Was macht's denn jetzt in diesem Element Feuer? Wenn ich Kaffee trinke, stimuliere ich das Element Feuer intensiv. Also Herz-Dünndarm-Stimulation. Aha, wie stimuliert es denn? Jedes Lebensmittel hat eine gewisse Funktion, thermische Wirksamkeit von Wärmen und Kühlen. Und Kaffee macht was, wenn ich 3, 4, 5 Kaffees getrunken habe? Macht warm. Da heißt, der Körper überhitzt. Und mein Energiesystem wird plötzlich warm. Es gibt Leute, die nach 2 Kaffee schon schweißgebadet da sitzen und intensiv darauf reagieren. Das heißt, ich kann dann aus energiemedizinischer Sicht sehen, Kaffee macht, ob jetzt das Säurebasen macht oder ob jetzt das Wirkung hat, phytotherapeutisch, aber es macht auf jeden Fall mein Herzenergiesystem heiß oder überhitzt dieses System. Und hinter diesem System im Element Feuer, wo das Herzenergiesystem sitzt, sitzt aus Sicht der chinesischen Medizin das Shen. Shen ist der Geist. Die chinesische Medizin, die tibetische Medizin sagt, dahinter bist du. Das ist deine schöpferische Kraft. Und wenn deine schöpferische Kraft überhitzt wird, plötzlich ins Yang getrieben wird, wie reagierst du denn als Mensch drauf, indem du hypochondrisch bist? Also anfangs nervös zu sein, aggressiv zu sein. Und wir wissen ja heute, das Koffein ist ja gar nicht das, was uns nervös und aggressiv macht, sondern es ist tatsächlich diese Überforderung im System Feuer, im Herzenergiesystem, was durch 1, 2, 3 oder 5 oder 10 Kaffees schon erst recht dann komplett überhitzt. Und wenn ich diese Überhitzung in mir trage, dann gibt es natürlich nachher Reaktionen. Also eigentlich mit einer Abkühlung. Also du hast den Schweiß gebracht von den Leuten, die anfangen zu schwitzen, weil das System heiß wird. Aber der Schweiß ist ja auch nichts anderes als die Klimaanlage des Körpers jetzt herunterzufahren, oder? Genau. Und darum sprechen wir ja auch gar nicht von Schwitzen allein nur vom Körperlichen her, sondern es geht um dieses Schönanteil. Mhm. Und der Schönanteil, dieses schöpferische Kraft eines Menschen oder der Genius, wenn das überhitzt wird, dann fangen wir an, bisschen wirr und irre zu werden. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Aber vor Kaffee oder nach Kaffee mit einem Patienten oder mit einem Kunden oder mit einem Freund zu sprechen, ist eine andere Realität. Ich bin dann wach vielleicht, aber vielleicht auch angetrieben, weil diese Überhitzung mein Leberfeuer dann auch noch mit überhitzt und da ist ja Wut, Zorn und Aggression drin. Das heißt, schlussendlich kann ich nach zu viel Kaffees plötzlich zu extrem negativ auffallen. Ich kann tatsächlich flatterig und nervös werden. Und es ist gar nicht das Koffein. Kennt man ja, die Leute. Aber es ist nicht das Koffein. Ach so. Es ist diese schöne Überströmung, Aha. die man auch gerne sagt. Und es macht Sinn, dass wir uns Gedanken machen dazu, weil Kaffee, die Volksdroge Nummer 1, es ist keine Droge. Es ist gesund, es ist gut. Für mich, phytotherapeutisch, absolut in Ordnung. Aber man muss bewusst lernen, mit dem Kaffee richtig umzugehen. Und es ist Getränk Nummer 1 in Europa. Bevor wir ins richtige Umgehen mit dem Kaffee gehen, noch die Frage, spielt es eine Rolle, wie der Kaffee dann ist? Schwarz oder wenn ich Zucker reintue oder Milch reintue, gibt das jetzt aus dieser Sichtweise, die du mir heute vermitteln willst, eine anderes Bild? Ja, es kommt wieder auf die 3 Ebenen drauf an. Also Säurebasis, klar, Zucker und Milch macht natürlich dann wieder sauer. Ja. Wenn wir die phytotherapeutische Wirkung nehmen, Zucker wieder, Stoffwechsel, Belastung, Darm und so weiter. Milch auch, wenn es Industriemilch ist, pasteurisierte Milch ist, so, dann habe ich genau den gleichen Effekt. Also in beiden Fällen schlechter, aber in beiden Fällen auch korrigierbar. Also da können wir wirklich helfen auf Sicht der Kräutertherapie. Wenn ich in die Energiemedizin reingehe, Kaffee, haben wir gesagt, macht das Element Feuer heiß, überhitzt mein Herzenergiesystem. Zucker überhitzt meine Mitte, dass ich noch mehr Hitze und dann noch in meiner Mitte Minmeng, das wird von Zucker ganz stark überhitzt und dann beginnt mein Körper Schlackefeuchtigkeit zu produzieren. Und das Dritte ist dann Milch. Milch bringt von sich aus, von Haus aus schon Schlacke als Lebensmittel in meinen Körper hinein, verschlackt meinen Körper und dann wieder die Mitte. Jetzt wird die Mitte verschlackt, gleichzeitig überhitzt und das Herzenergiesystem auch komplett überhitzt vom Feuer. Jetzt kannst du dir selber vorstellen, irgendwie ist das nicht gut. Das irgendwie, aber so fühlen sich Menschen häufig auch. Nach viel Kaffeekonsum im Kopf überdreht, aber sonst, bleh. Das ist eine typische Reaktion von Kaffee. Verschlackt, überhitzende Verschlacke, macht dann auch Angriff auf Organe, übersäuert, kristallierende Säure, die da kommt, und gleichzeitig überdreht es trotzdem mein Schön. Würden das wir alle zu Hause merken, wenn wir jetzt einfach mal 2 Wochen keinen Kaffee trinken, dass wir da total eine andere gesundheitliche Verfassung haben, oder?
Das wird man schon merken. Das merkt man intensiv und viele Therapeuten, Naturheiltherapeuten und so weiter schreiben ja ihren Kunden und Patienten vor, jetzt darfst du mal 4 Wochen keinen Kaffee trinken aus den und den und den Gründen. Und sie haben recht. Das Problem ist nur, habe ich in meiner Jahrzehntenerfahrung einfach lernen müssen, der Patienten, den ich sage, du darfst das nicht mehr, der sucht sich einfach einen anderen Therapeuten, der ihm eine Tablette gegen das Problem gibt. Ja, oder? Ja, das ist so. Also ich kenne auch Leute, die sind sowas von süchtig zum Kaffee. Der ganze Stoffwechsel läuft nicht mehr, wenn dieser Kaffee am Morgen nicht reinkommt. Oder? Hm. Da ist einfach Panik. Ja, und vielleicht schon da oben angefangen. Es ist auch okay, die Leute sollen auch Kaffee trinken. Sie müssen einfach lernen, damit umzugehen, mit dem richtigen Kaffee. Und die Menge macht ja das Gift bekannterweise. Also ein Kaffee kann kaum jemandem wirklich schaden, aus einem kleinen Baby. Aber wenn ich halt mehrere Kaffees trinke, weil das heute so Standard ist, man drückt im Büro schnell auf die Tasse, dann muss ich lernen, damit mit dem Kaffee zu kompensieren. Entweder muss ich andere Getränke dazu kombinieren oder andere basische Regulationssysteme dazu kombinieren und auch wärmetechnisch versuchen, runterzufahren im Körper. Das gibt's einige Möglichkeiten. Oder ich muss damit, wie die Asiaten und auch überhaupt der ganze Osten mit Kaffee umgeht, die gehen dann hin und machen Kräuter in Kaffee mit rein. Also sie gehen hin und machen Kurkuma und Salze zum Teil sogar mit rein und so weiter, damit die Kaffee-Temperaturkorrektur passieren kann. Ach, darum? Ja, genau. Okay, so orientalische Kaffee schmecken ja meistens so kardamomig. Hä? Genau deshalb. Okay. Weil diese schön überhitzende Funktion dann weg ist. Aha. Genau. Und der Schnaps am Schluss? Der ist super. Ja, der macht noch mehr Hitze, natürlich eigentlich das Kapital das Falsche. Ja, aber... ja, also in Freundschaft und in wenn man zusammen ist und ein Fest hat, gehört das dazu oder kann das dazugehören, muss nicht. Aber es hat nichts mit dem alltäglichen Kaffeekonsum zu tun. Die Europäer trinken am meisten Kaffee vor Bier, unglaublicherweise. Mhm. Selbst in Deutschland wird mehr Kaffee getrunken und das muss man annehmen. Glauben, gell? Nicht der Konsum, der Genusskaffee, der Espresso am Abend mit Freunden, das ist wieder was anderes. Sondern der tägliche Massenkonsum von Kaffee, der macht wirklich Probleme. Mhm. Und vielleicht hast du gehört, es ist jetzt momentan gerade ein Riesenhype auf dem Kaffeemaschinensektor. Von den Vollautomaten kommen immer mehr Leute wieder auf die Kaffee-Filtermaschine zurück. Nein, ehrlich? Ja, weil die Filtermaschine ja ohne Druck Wasser durch Kaffee, den gemahlenen Kaffee durchlässt und so mit einem Bardruck logischerweise eine Kaffeequalität hinkriegt und die ist viel milder, als wenn du mit 15 Bar Druck einen Kaffee aus der Maschine rauslässt. Also man merkt plötzlich, die Leute werden sensibel und spüren, irgendwas muss sich verändern. Ich habe vorher gerade gehört, dass jemand einen ganz frisch gemahlenen peruanischen Kaffee von Hand gemahlen hat und dass eine junge Dame kommt und sagt, das war ein Erlebnis, das war super und es war toll. Genau so soll ein Kaffee schmecken, das wäre gut. Aber schauen wir uns die Kaffees an, die wir trinken. Das ist nicht dasselbe. Heute haben wir auch sehr oft diese Fertigmischungen, oder? Wo ja eigentlich schon alles drin ist, mit Aluminiumdeckel draufdrücken und fertig. Super. Oder? Ja, also schlimm. Aluminium, Kunststoff ist nicht gut, Aluminium ist nicht gut. Schlimm, ist ganz klar. Belastet den Körper epochal. Die ganzen Aluminiumanteile, die nachher über den Stoffwechsel in meinen Körper hineinkommen, ist sicher der falsche Weg, definitiv. Aber ich will hier keinen Krieg gegen irgendwelche Leute führen, ganz und gar nicht. Ich finde es schade, es ist der falsche Weg, aber es ist nicht das einzige Problem, was wir heute haben. Mhm. Die Menge an Kaffees, die konsumiert werden, ist sicher bedeutend viel problematischer, als ob jetzt der Kaffee so oder so getrunken wird. Bin ich der Überzeugung. Gesunder Kaffee kann besser sein, also arabisch aufkochen, im Töpfchen drin und so. Es kann tatsächlich besser sein. Das ist dann auch bekannterweise eher basisch oder mindestens säurebasenneutral. Aber optimal wäre einfach diese Masse. 99% der Kaffees, die getrunken werden, kommen von Automaten, von Espressomaschinen, von Mengen von Automaten, die schnell über den Knopfdruck für 1 Franken oder Euro schnell einen Kaffee rausgelassen wird. So. Und die Kaffees, die machen sauer und die Kaffees, die machen wirklich Überhitzungen. Und da kommt das Aggressionspotenzial immer weiter hinaus. Und die sollten dieses Schön, dieses Bewusstsein, diese schöpferische Kraft nicht überhitzen, sondern im Balance reinbringen. Und da kommen wir natürlich als Kräuterpharmakologen, chinesische Medizin und sagen, das kann man doch machen. Wieso tun wir das nicht? Also das heißt, wir müssen spezielle Kräuter noch in Kaffee reintun?
Ja, es gibt gewisse Kräuter, die habe ich auch dokumentiert, findet man bei mir auf der Webseite, gewisse Kräuter, die diese schöne Überströmung tatsächlich regulieren können. Wir haben dann auch eine Kräuterrezepturmischung dazu gemacht, der heißt dann Kaffee für Edler, weil mit dieser Kräutermischung kann man, wenn man da eine Messerspitze, und ich meine wirklich eine Messerspitze voll in Kaffee reinmacht, und das beim Kaffee brühen oder später eine Minute lang einwirken lässt, dann ist der Kaffee A, sicher Basen produzieren, also wir haben einen Basenüberschuss im Stoffwechsel in der Verdauung, also mehr Basenausscheidung trotz der Säure im Kaffee drin. Und zum Zweiten haben wir diese Schönfunktion reguliert. Das heißt, wir haben keine Säure mehr und wir sind ausgeglichen. Und das erlebe ich bei vielen, vielen Menschen, die kommen am Anfang und sagen, es schmeckt ein bisschen anders, obwohl eine Messerspitze merkt man fast gar nicht. Schmeckt ein bisschen anders, ganz leicht anders, aber obwohl ich noch Milch dazu mache, vielleicht sogar noch Zucker, nicht empfehlenswert, definitiv nein. Wenn es jemand trotzdem nimmt und will das so haben, dann wenigstens diesen Kaffeefriedler, diese Kräuterrezeptur mit dazu reinmachen. Weil das Endresultat ist, du kannst 10 Kaffees trinken, du kriegst nie Hitze und du wirst nie nervös. Also die Nervosität, die sich sonst entwickelt vom Kaffeetrinken und die Überhitzung ist dann mit der Rezeptur, Kräuterrezeptur, aus Sicht der chinesischen Medizin, komplett eliminiert. Und das kriege ich auch als Feedback dann sehr intensiv, sehr häufig zurück. Das ist doch cool, hä? Oh ja. Also ich habe es getestet. Ich habe oben in der Küche habe ich so einen Aufschäumer. Ich habe dort immer ein bisschen Schlagrahm reingetan und dann eben eine Messerspitze von diesem Pulver reingeschmiert und dann am Schluss über den Kaffee geleert. Okay. So habe ich es halt jetzt mal gemacht. Yes, gut. Und geschmacklich muss ich sagen, ich habe eigentlich nichts Großes gemerkt, gar nichts Großes. Und wenn ich weiß, wieso ich jetzt das gemacht habe, verstehe ich es jetzt natürlich auch. Ich wusste es ja noch gar nicht. Du hast mir es nur als Muster mal hier gelassen. Ich habe es natürlich getestet. Ja. Gut. Aber jetzt verstehe ich es. Also ich müsste dann eigentlich gemerkt haben, dass ich viel, viel weniger überschüssende Hitze gehabt hätte mit diesem Kaffee, richtig? Also ich höre häufig, das Aggressionspotenzial geht zurück. Ich bin nicht mehr so angefixt. Ich bin natürlich angefixt. Eher ein Schmusebär. Du bist natürlich völlig in der Mitte, du merkst sowieso nichts. Aber es gibt auch viele Menschen, die zum Beispiel nach dem Mittagessen, wenn sie dann überlastet sind, dann trinken sie noch einen Kaffee hinten drauf. Ja, dann schlafen sie aber auch. Entweder schlafen sie dann oder sie werden hypernervös. Okay. Eins von beidem, ja. Und da eine Korrektur einbringen, macht eben schon viel Sinn. Zum Geschmack ist es natürlich so, da sind orientalische Kräuter mit drin, da hat es aber auch Ursalze drin, also Hallig-Kristallsalz, übrigens aus der Schweiz. Hat es auch noch drin gehabt? Ja, dann hat der Spur Salz mit drin. Ja, also muss es haben. Dass es dann auch basisch wird? Nein, den Salzanteil brauchen wir, um die Temperatur, also nicht die Hitze vom Kaffee, sondern die überhitzende Funktion vom Kaffee runterzusetzen. Weil Salz kühlt sehr stark, sehr, sehr stark im Körper drin. Mhm. Und dann sind noch andere Kräuter drin und eben Kardamom, Kurkuma und so weiter sind damit drin in einer Rezeptur, die nach der Fünf-Elementen-Lehre ausbalanciert ist. Mhm. Das heißt, wir gehen davon aus, man trinkt ja so einen Kaffee, der ist bitter, gehört zum Element Feuer, überhitzt. Das ist mal ein Element, das schon da ist. Das trinken wir ja. Und jetzt gehen wir mit der Rezeptur von dieser Kräuterformulatur für einen Kaffee so vor, dass wir jedes von diesen Elementen mit einem Inhaltsstoff mindestens ansprechen. Also die Formulatur ist immer über alle fünf Elemente da. Und dann wird eine sogenannte Kaiserrezeptur rausgemacht, die eine Wirkung hat ohne Nebenwirkungen. Das ist eine Kaiserformulatur, sagt man in der chinesischen Medizin, die eine Funktion soll erreichen, in dem Fall jetzt wirklich Kaffee, Säure-Basen-Regulation ist eigentlich ein Nebeneffekt, Kaffee, die überhitzende Funktion im Element Feuer, im Schön drin, zu reduzieren. Mhm. Und schon hast du ein ausgeglichenes System Feuer und gleichzeitig alle vier anderen Elemente auch aktiviert. Und so trinkst du, wenn du eine Messerspitze reinmachst, das eine Minute wirken lässt, die Kräuter da drin, einen gesunden Kaffee. Das ist die Idee dahinter. Ja, total und, einfach. Ja, ich möchte, dass die Menschen einfach, wenn sie schon Kaffee trinken, wenn sie einen gesunden Kaffee trinken. Ja, klar. Klar, auf jeden Fall. Ja. Und wie aber das Schäumchen oben geht ja meistens ein bisschen kaputt. Also wenn ich jetzt eine Messerspitze reintun und umrühre, dann geht das Schäumchen oben kaputt. Aber von egal, praktischen oder? Anwendung ist es am einfachsten, zuerst reinmachen in die leere Tasse und dann den Kaffee reinmachen. Okay. Und dann hast du es von unten weg und dann merkst du gar nichts. Zum Geschmack, hat einen orientalischen Geschmack, aber das merkst du wirklich fast nicht. Also ich habe es nicht gemerkt, aber ich bin kein Feinschmecker. Aber es hat Leute, die lieben den Geschmack und die machen dann nicht eine Messerspitze, die machen einen halben Kaffeelöffel voll rein. Aha.
Die Wirkung ist genau die gleiche. Es nützt nichts, aber es gibt ganz viele, ich muss sagen, viel mehr Frauen als Männer, ganz viele, die sagen, ich liebe diesen Geschmack in dem Kaffee. Jetzt habe ich einen richtigen schönen kardamom-orientalischen Kaffee und das lieben die total. Ja. Gibt es etwas, was du jetzt so sagen könntest, wo wir zu Hause einfach schnell in den Gewürzschrank schauen können und das teste ich jetzt mal ganz kurz mit Kardamom oder was? Kardamom. Kardamom und Prise Salz. Kardamom, Kurkuma und ganz leicht Salz halt wirklich ganz, ganz gefährlich, wenig. Ja, ja. Weil das Problem ist, die meisten Leute haben ja Tafelsalz zu Hause und das ist eigentlich nicht das Richtige. Mhm. Wir brauchen ein richtiges Halitsalz. Auch ein normales Steinsalz geht schon, aber ein richtiges Halit-Kristallsalz. Mhm. Also. Das kühlt und hat 5 Elemente ausbalancierende Wirkung. Mhm. Kann ich sagen, von der Messerspitze her, 2/3 Kardamom. Kardamom, das Wort. Kardamom. Und dann ein Drittel Kurkuma und dann ein Salzkorn oben drauf. Ja, das können wir eigentlich halb machen, aber das ist auch okay. Ja. Und wenn Sie das mal in die Tasse legen, den Kaffee rein und trinken, dann haben Sie sofort, sehen Sie, stört mich überhaupt nicht. Die Rezeptur ist natürlich dann bei weitem nicht fertig. Ja, das sind, glaub, 15, 18 Kräuter sind da drin, die Rezeptur wirklich komplett zu machen. Ja. Ja. Aber immerhin hat man schon einen ersten Effekt. Und ich sage mal, was du jetzt gerade gesagt hast, Kardamom, Kurkuma reinmachen, dann hat man so einen richtigen arabischen Kaffee. Mhm. Also die Araber, die arabischen Gebiete trinken Kaffee mit diesen Gewürzen dazu. Ne? In Indien auch noch, in China schon wieder nicht mehr, das ist wieder anders. Aber immerhin haben sie diesen schön überschäumenden Effekt, ist dann schon deutlich weniger. Und wenn man eine Rezeptur rausmacht, die dann ganz ruhig macht und gleichzeitig alle 5 Systeme noch anspricht, dann hat man plötzlich ein gesundes Getränk. Das ist auch schon traurig, dass dieses Wissen, was ja schon seit Ewigkeiten gibt, kaum hier in Europa vorhanden ist, oder? Also es ist eigentlich so, dass es noch nicht so lange gibt. Das Wissen über die Kaffees korrigieren, damit dieser schöne Effekt besser wird, das gibt es natürlich, es ist Tradition, Jahrtausende schon. Hä? Das kennt man, ne? Jahrtausende ist es nicht wahr. Aber schon sehr, sehr lange wird das so gemacht mit dem Effekt. Man merkt, es ist so. Aber wenn du nur Kardamom und Kurkuma reinmachst, hast du die schön überhitzende Funktion, aber die gesamtüberhitzende Leistung ist leider immer noch da. Ja, ja. Und diese Rezepturentwicklung, die dann so die Spitze des Eisbergs momentan wahrscheinlich ist, ich hoffe, es ist so, die Idee ist mir vor 15 Jahren ungefähr gekommen. Irgendwann 2004, 2005 war ich in einer Veranstaltung, habe da schon 3 Kaffees getrunken und habe in einem Sommerambiente gemerkt, boah, jetzt fängst du an schwitzen, dieser blöde Kaffee. Ah, ja, ja, okay. Und ich liebe einen schönen Kaffee, klar, aber wir mussten warten, dann trinkst du irgendwann mit Freunden einen Kaffee, noch einen und einen dritten und plötzlich habe ich gemerkt, boah, das ist ja unangenehm, jetzt muss ich auf die Bühne, muss einen Vortrag halten und ich schwitze nebenzu. Und da habe ich gesagt, das kann ich doch abstellen. Entschuldigung, ich kann doch mit Kräuterrezepturen umgehen. Das ist doch meine Welt. Ich liebe es, Teerezepturen machen, Kräuterrezepturen machen. Da haben wir viel zu sagen und zu erzählen. Aber mit Kaffee kann man das genauso machen. Ich habe gesagt, hey, wenn es schon das Volksgetränk Nummer 1 ist, dann müssen wir doch den Menschen, die das trinken und schwitzen und dabei noch nervig und aggressiv werden mit zu viel Kaffees, müssen wir doch helfen. Das wie zum Beispiel mir selber. Ja, cool. Das haben wir gemacht. Genau. Wenn ich noch mehr wissen will jetzt über diese Rezeptur, wo kann ich dann noch mehr lesen darüber? Natürlich im Google findet man alles. Ja. Wahrheiten und Unwahrheiten in allen Varianten. Also wenn man eingibt bei Google Kaffee sauer, Fragezeichen oder irgend sowas, da kriegst du, jawohl, Kaffee macht sauer und nein, Kaffee macht nicht sauer. Ja, ja, also da sind Glaubenskriege, es sind Weltanschauungen, die unterschiedlich ist. Wenn es um die Rezeptur geht, also nur Kardamom und so weiter, das findet man in vielen Kochbüchern auch. Bevor du einen Kuchen mit Kaffee überschüttest, mach noch Kardamom und Kurkuma mit rein, weil es diesen orientalischen Geschmack gibt. Hä? Und das hat wirklich einen Effekt. Mhm. Und wenn dann darum geht, die ganze Rezeptur zu beschreiben, dann muss man vielleicht auf unsere Webseite gehen, also ilike.net, i-like.net, und da haben wir viele Informationen mit drin. Dieses Döschen, was ich ja von dir als Muster gekriegt habe, war ja so groß. Ja. Wie viel Kaffee gibt das? Zwischen 150 und 300 Kaffees. Ja, das reicht eine ganze Weile. Ja, also ich kann sagen, das ist kein Umsatzträger. Es spielt auch keine Rolle. Das hat man für Monate oder mindestens 1-2 Monate, je nachdem, wie viel Kaffee das man trinkt. Und das braucht man sehr, sehr viel, weil die Leute wirklich begeistert sind von der Anwendung, vom Spüren. Es gibt auch viel Rückmeldungen. Wir haben eine Tausende von Kunden, die dann Rückmeldungen bringen, so nach dem Motto, jetzt kann ich am Abend 5 Kaffees trinken und ich schlafe trotzdem wie ein Baby. Ja, super. Ja, und vor 1 Kaffee und ich kann nicht mehr schlafen. Mhm. Also es ist wirklich effektiv. Der Schön kommt zur Ruhe. Das Schön kommt zur Ruhe. Es ist wichtig, dass wir das Bewusstsein wieder in die Mitte kriegen. Hä?
Grossartig. Gut. Alfred, ich danke dir ganz herzlich. Selbstverständlich. Einmal mehr, wieder viel gelernt von dir. Einfach diese ganzen mystischen Geschichten aus anderen Ländern und Kulturen, wo auch ihre Berechtigung haben und wir gut beraten sind, das auch in unser Leben zu integrieren. Herzlichen Dank. Selbstverständlich, gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was will ich Ihnen wünschen? Ich wünsche Ihnen einen gesunden Kaffee. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Kaffee genießen und dass er Ihnen gut tut. Und wir haben gehört, wie wir das machen können, einfach mit ein paar Ausgleichen aus der 5-Elemente-Lehre heraus, wo mit Gewürzen gearbeitet wird, selbst beim Kaffee. Ich persönlich muss sagen, ich habe es geschmacklich jetzt überhaupt nicht negativ empfunden. Im Gegenteil, es hatte ganz einen leichten Geschmack, aber der Kaffee war nach wie vor so, wie er für mich immer war, aber ich bin auch kein Feinschmecker. Das wünsche ich aber Ihnen. Testen Sie es doch einfach mal, machen Sie sich eine eigene Meinung und schauen Sie mal, wie Sie reagieren darauf, auf diesen neuartigen Kaffee. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.